Ja, nochmal einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ist es nicht ein schönes Bild, das Lissy auch rausgesucht hat für unsere Predigtreihe? Ich dachte, es ist beruhigend. Wir müssen nicht gleich auf dem Wasser laufen. Wir können uns auch mal vorstellen, dass wir auf diesem Schiff erstmal, auf diesem Segelboot sind. Und ich habe mich daran erinnert, als ich dann diese Grafik gesehen habe, und da schaue ich jetzt dich an, Silke. Silke hat mal im Leitungsteam, ja, im sogenannten V-Team bei uns mal eine Aufgabe gestellt. Stellen wir uns mal vor, wir sind ein Team auf so einem Segelboot. Was siehst du dich da tun? Und jetzt könnte ich ja das mal an uns als ganze Gemeinde Doxadeo weitergeben. Stellen wir uns vor, wir sind als Gemeinde so ein Boot. Was siehst du dich da tun? Also welche Rolle nimmst du da ein? Also ihr Gäste, ihr dürft euch jetzt mal ganz entspannen. Ja? Ihr dürft erstmal noch. Aber ich habe mich diese Frage selber gestellt und ich fand es total spannend. Und am Anfang war das gar nicht so einfach. Ich bin jetzt nicht der große bewanderte Segler, aber ich habe dann gedacht, Mensch, da ist so dieser Wunsch gewachsen. Ich würde gern diese Rolle einnehmen, zu helfen, das Segel zu hissen, dass dieses Segelboot im Wind vorankommt. Also dieses, in die Segel hochzuziehen, ja, und da ein Teil davon zu sein. Und das Bild, das passt sehr schön in unser Thema Heiliger Geist, weil der Geist Gottes, der Ruach, also das hebräische Wort für Geist, Ruach, das bedeutet bewegte Luft. Also Wind im Neuen Testament ist das Pneuma. Wer hat schon mal von euch mit einem pneumatischen Bohrhammer gearbeitet? Wow, da ist richtig Kraft drin, weil Druckluft zusätzliche Power bringt. Also Pneuma und Ruach, das hat schon etwas mit Kraft zu tun. Und ich empfinde es ein Vorrecht, auch dabei zu helfen, zu unterstützen, dass wir dem Heiligen Geist Raum geben, so wie wir das auch heute schon gesungen haben. Ich schaffe Raum für dich, tu was auch immer du willst, Herr. Das ist eigentlich auch eine Art, die man vergleichen kann mit dem Segelsetzen. Ja, also wir schaffen Raum, dass der Wind kommen kann und wir vorwärts kommen können. Bevor wir da in unser Thema tiefer reingehen, möchte ich euch noch mit hineinnehmen in etwas, was ich erleben durfte in der letzten Woche und auch in dieser Woche. Ich war in der letzten Woche, zweite Pfingstferienwoche, waren viele von euch ja auch im Urlaub, mit drei Freunden im Südschwarzwald. Wir haben so eine Vierer-Clique, vier Männer, und wir gehen seit fast 10 Jahren immer 3 Tage miteinander weg. Und das ist sehr kostbar. Und einer meiner Freunde, den ich sehr schätze, der hat meistens sein Handy an und dann kommt Lobpreis. Also ein richtig gestandener Mann, aber ein totaler Anbeter. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich das widersprechen muss. Ja? Aber läuft ständig Lobpreis. Ich bin jetzt jemand, der es eigentlich eher ruhig mag, aber wenn ich mit ihm zusammen bin, da ist immer Lobpreis da. Und dann läuft ein Lied nach dem anderen. Und da war ein Lied, in dem es dann hieß vom Text her, oh, es ist besser, ein Tag bei dir zu sein, als sonst 1000 Tage, wo ich nicht bei dir bin. Und dieses Lied lief und ich habe gemerkt, das Lied hat mit mir was gemacht. Das hat eine Sehnsucht geweckt in mir, einen Hunger. Es hat mich förmlich zu Gott getrieben und diesen Wunsch, ja genau, ein Tag bei dir ist besser als 10.000 andere Tage. Und diese Kostbarkeit, in der Nähe Gottes zu sein, die Gegenwart Gottes zu erleben, es war förmlich so, ich lag dann auf dem Bett und habe das gehört und es war so, wie diese Gegenwart Gottes im Raum spürbar wäre. Und ich durfte diese Woche nochmal aufwachen und dann war das wieder so, ich erinnerte mich an dieses Lied und ich habe 1,5 Stunden das so genossen, einfach nur das zu genießen, dass Gott da ist und dass ich das Geschenk haben darf, in seiner Gegenwart zu sein. David hat es uns vorgemacht, ja, diesen Wunsch, diese Sehnsucht auszudrücken. Und das ist doch etwas Wunderbares. Also es gibt Zeiten, auch bei mir, viele Zeiten, wo ich Gott, meine Gottesbeziehung vielleicht eher nüchtern ist, ja, wo ich jetzt nicht immer so emotional viel erlebe, aber es ist doch schön, dass wir auch solche Momente erleben dürfen, wo auch mal Emotionen angesprochen werden, wo wir mit allen Sinnen auch Gott wahrnehmen können. Wir sind da ganz unterschiedlich gestrickt, aber ich finde das wunderbar.
Und wenn wir uns in den kommenden Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen, wünsche ich mir einfach, dass wir lernen oder dass in uns so ein Hunger geweckt wird nach mehr, eine Sehnsucht nach ihm zu suchen und immer wieder dieses Bewusstsein, dass ein Tag in seinen Vorhöfen besser ist als sonst tausend. Und ich möchte einfach da nochmal beten auch. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und dass du die Gemeinschaft des Heiligen Geistes auch etwas ist, wo wir erleben dürfen, wenn wir zusammen sind im Gottesdienst als Gemeinde, dass wir durch dich verbunden sind, dass deine Gegenwart unter uns ist, dass du das liebst, im Lobpreis, in der Anbetung deiner Kinder zu wohnen und präsent zu sein. Und danke, dass wir dir unsere Herzen öffnen dürfen, damit rechnen dürfen, dass du auch wunderbare Dinge an uns und an unserem Herzen tust. In Jesu Namen. Amen. Ich habe einen Predigttext, einen Vers aus Römer 15, Vers 13, der könnte euch bekannt vorkommen, wenn ihr da, ich habe das nochmal so rechts unten eingeblendet, alle die Karte mit dem Jahresthema haben, Hoffnung, dann ist das dieser Schlüsselvers, ja, den wir rausgesucht haben. Und ich habe den mal in der Elberfelder Übersetzung heute Morgen, weil die finde ich so schön prägnant. Da heißt es, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir sehen hier auch, hier geht es ganz viel um Hoffnung und es geht um den Heiligen Geist. Und ich möchte mit euch ein bisschen meditieren, ja, und euch einladen, dass ihr da mitgeht, auch gedanklich, wenn wir uns diesen Vers anschauen. Der Gott der Hoffnung, also der Gott, der die personifizierte Hoffnung ist, möchte sich förmlich in uns hinein ausgießen, ja, damit ein innerer Pegel voller Freude, voller Frieden ansteigt und es zu einer Überschwemmung kommt. Überschwemmung gar nicht gut jetzt in den letzten Tagen. Ja? Ganz viele Bilder, wo Überschwemmung überhaupt nicht gut ist und nicht gewünscht ist, aber das ist eine gewünschte Überschwemmung. Das ist ein gezieltes Über die Ufer treten lassen. Eine Hoffnung, die durch Freude und Frieden hervorgerufen wird. Und wie geschieht das? Offenbar durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also, ich schwärme jetzt ein bisschen, ich hoffe, dass er ein bisschen mitschwärmt von diesem Text. Weil ich glaube, wenn Paulus das im Römerbrief schreibt, dann dürfen wir das auch in Anspruch nehmen, dass Paulus sich das auch für uns wünscht, dass es ein guter Wunsch ist. Und ja, was mir so aufgefallen ist, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Das eine ist, der Gott der Hoffnung erfülle euch und dieses Reicherwerden, dieses Zunehmen durch die Kraft des Heiligen Geistes, das sind jetzt keine zwei verschiedenen Vorgänge, sondern das ist eigentlich dasselbe. Das heißt, der Heilige Geist ist die Person der Dreieinigkeit, die mit wirksamer Kraft etwas von dem Wesen und der Gegenwart Gottes in uns hinein transportiert. Das ist doch eine schöne Aufgabe. Der Heilige Geist ist Gott selbst, es ist Jesus, aber er ist der Teil der Dreieinigkeit, die da irgendwie für den Transport zuständig ist. In fluider Form, also erfüllen, da denken wir eher an Flüssigkeit, aber genauso was Pneumatisches. Ne? Also das darf uns ganzheitlich erfüllen. Und das Zweite, was ich entdeckt habe, und das ist auch schön, diese Dynamik, es entsteht ein Prozess des immer reicher Werdens. Also das ist so schrittweise, ja, immer reicher, Schritt für Schritt. Und diese Substanz der Hoffnung, Freude und Frieden im Glauben, die wachsen so schrittweise. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer von euch macht abends gern mal so eine Chipstüte auf? Keiner nickt, keiner. Glaube ich euch nicht. Okay, Erdnüsse gelten auch, ja. Und ich weiß nicht, ich habe extra mal nachgeguckt, die Einzahl von Chips ist Chip. Ja, also ich nehme einen Chip und wenn ich diesen Chip esse, was passiert dann? Oh, ich kann nicht aufhören. Ich muss nochmal da reingreifen. Ja? Also Hunger nach mehr. Also aus einem Chip werden dann viele Chips, vielleicht sogar eine halbe Chipstüte. Ja? Und das ist ja eigentlich jetzt hier auch so gemeint. Wir dürfen eine Sehnsucht entwickeln. Und das ist übrigens im Vergleich zu Chips eine sehr gesunde Sehnsucht. Und die Nebenwirkungen sind auch sehr gut. Ja? Wenn ich zu viel Chips esse, dann kann es sein,
die Nebenwirkungen sind nicht so gut. Ja? Aber diese Nebenwirkungen, diese Freude, diesen Frieden, diese Kraft des Heiligen Geistes zu empfangen, ich sage euch, bessere Nebenwirkungen gibt es eigentlich nicht auf der Welt. Ja? Genau. Also, und was ich auch schön finde, ist, wir sehen in diesem Text auch, Hoffnung ist manchmal so ein abstrakter Begriff. Das haben wir auch als Team gemerkt. Ja? Wie können wir über Hoffnung predigen, weil das manchmal so abstrakt klingt. Aber Hoffnung hat offenbar etwas zu tun mit einer großen inneren Freude und einem großen inneren Frieden. Ja? Und da können wir vielleicht schon ein bisschen etwas mehr damit anfangen, wenn wir gefüllt sind mit einer großen Freude, mit einem großen inneren Frieden, dann sind wir hoffnungsvoll. So fühlt sich das an. Und wir können schon mal festhalten, dass eine Wirkung des Heiligen Geistes ist, in dir und mir Freude und Frieden zu wirken und hervorzubringen. Ist das eine gute Nachricht? Ihr dürft ein bisschen mehr aktiv sein. Ja, sehr genau. Genau. Und Paulus hat an einer anderen Stelle auch einmal den Heiligen Geist beschrieben, und da möchte ich noch diese zweite Bibelstelle ergänzen, weil ich das schön finde, weil er einen Brief geschrieben hat an eine einzelne Person, nämlich den Timotheus. Und da schauen wir uns auch eine Stelle an, wo der Paulus beschreibt, wie der Heilige Geist ist und auch wie er nicht ist, was er wirkt und was er nicht wirkt. Und das ist aus 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, da schreibt der Paulus dem Timotheus, du darfst die nächste Folie einblenden, 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit und der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich finde das erstmal gut, gell? Der Paulus fängt an zu beschreiben, was er nicht ist. Also der Geist Gottes ist nicht ein Geist, der Ängstlichkeit und Furcht in uns hervorruft. Da ist nicht der Heilige Geist drin, sondern der Heilige Geist ist eigentlich entgegengesetzt davon ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Also diese dreierlei Wirkungen, diese drei Facetten, die wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Und da kommt jetzt nochmal dieses Bild mit dem Segelboot, wo wir diese drei Begriffe sehen. Und das Schöne ist, also der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, schauen wir uns diese drei Bereiche an, Dynamis, Agape und Besonnenheit, Selbstbeherrschung, Sophronizo, das erkläre ich dann nachher, was das genau bedeutet. Also übrigens, der Geist, der Heilige Geist, der in uns lebt, also seit wir Jesus unser Leben anvertraut haben, ist also der Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das bedeutet nicht, dass wir uns immer so fühlen, aber es bedeutet, dass wir zu diesem Geist eine Connection aufbauen können. Ja, also wir können uns immer wieder mit dieser Wahrheit connecten, dass der Geist, der in uns ist, ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Und das ist auch eine richtig gute Nachricht. Ich fange mal mit dem Dynamis an. Wer kennt noch von den Älteren, ein Fahrrad hatte früher einen Dynamo? Ja, ein Dynamo, also die Jüngeren, die wissen, was ist denn ein Dynamo? Braucht man doch gar nicht. Ja, früher hat man das schon gebraucht, dass wir verkehrsgerecht hier unterwegs sein konnten. Also ohne Dynamo hat eben kein Licht funktioniert. Reibung erzeugt Wärme und so weiter und so fort. Und Energie. Und manchmal hat sich mein Dynamo auch irgendwie verwickelt dann. Und da muss man den irgendwie so hinschrauben, dass der an der richtigen Stelle dann reibt. Also das kennen die von uns, die früher so ein Rad noch hatten. Also Dynamis, das ist eine Kraft. Und ich komme wieder auf dieses Segelboot, auf diesen Wind zurück, und ich weiß nicht, ob ihr dieses Lied von Martin Pepper noch kennt. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Du bist die Kraft, die mein Herz belebt. Du bist die Stimme, die mich ruft. Du gibst mir Rückenwind. Du gibst mir Rückenwind. Das ist dieser Ruach, der kommt. Wind des Herrn, weh in meinem Leben. Fach dein Feuer an. Ich finde das schon ganz schön viel Dynamis da drin. Wollen wir das eigentlich auch? Paulus schreibt in 1. Korinther 4, Vers 20, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte. Aufgepasst. Es gründet sich nicht auf Worte, sondern auf Gottes Kraft. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft aus der Höhe empfangen. Ihr werdet Dynamis empfangen, die euch erfüllen wird, und dann werdet ihr so erfüllt und so kraftvoll sein, dass ihr gar nicht mehr anders könnt, als meine Zeugen zu sein.
Die Bibel ist voll von dieser Kraftkomponente. Und das ist zugegebenermaßen, die Lisi hat es auch schon gesagt, ein bisschen eine Challenge für uns, auch für mich, der ich in einem ganz wortgetreuen Umfeld aufgewachsen bin, wo man recht schnell gesehen hat, oh, jetzt wird es aber gefährlich, wenn das so ein bisschen ausufert, ja, und so nicht mehr so wortgetreu ist. Die Frage ist, was ist wortgetreu? Und ich glaube, dass Nüchternheit etwas sehr Gutes ist und dass der Heilige Geist auch eine Nüchternheit hat, aber wir dürfen ihn nicht beschränken, indem wir alles, was Gefahr läuft, esoterisch zu sein, abschneiden. Ich möchte uns heute Morgen ein bisschen als nüchterne Christen herausfordern. Was ist eigentlich esoterisch? Das Eigenschaftswort esoterisch kommt vom griechischen Esoterikos, das heißt eigentlich nur innerlich. So, also das ist spirituell, irrational, rätselhaft bis nebulös, das nur von Eingeweihten zu verstehen ist. Dachte ich, das könnte der Heilige Geist eigentlich auch sein. Ja? Also die Religionswissenschaft, die beschreibt und klassifiziert verschiedene Formen religiöser Aktivität und die fasst sie in dem Wort Esoterik zusammen. Und was ganz klar ist, ich vermische heute Morgen gar nichts mit Esoterik, ich will nur sagen, das Wirken des Heiligen Geistes ist einfach auch ein Wirken, ein kraftvolles Wirken. Und ich schlage uns vor, dass wir dieses nicht alles den Esoterikern überlassen. Ja? Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Wir waren im Urlaub vor einigen Jahren in Ligurien und da haben wir ein Ehepaar kennengelernt. Die wohnten dann in einer Ferienwohnung in der Nähe von uns. Wir haben uns dann getroffen und es war total nett. Und wir haben gesagt, komm, lass uns mal abends essen gehen, uns kennenzulernen und so. Und da haben wir gegessen und wir fanden die Leute so nett und die fanden uns, glaube ich, auch ganz nett. Und haben uns so richtig angefreundet, ja, und über alles Mögliche geredet. Und dann so am Schluss von dem Abend sagt dann die Frau, oder haben wir so gesagt, ja, was macht ihr morgen dann und so. Ja, wir fahren da rauf in die Berge, weil das sind so ein paar Steine, und die haben Kraft und da legen wir uns dann drauf. Und dann dachte ich, okay, jetzt wird es interessant. Oh, die waren so sympathisch. Und jetzt das. Und dann habe ich zu Bea gesagt, was machen wir? Fahren wir da jetzt mit oder was machen wir jetzt? Genau, und dann hat Bea gesagt, du musst jetzt auch mal Zeugnis geben von der Kraft. Ich? Mach's doch du. Okay, auf jeden Fall, wir haben uns den Urlaub dann wirklich mit diesen Personen beschäftigt und die gute Beziehung blieb. Aber wisst ihr, was wir gemerkt haben? Ich habe den Mut zusammengenommen und habe dann an einem Abend über Jesus erzählt, ja, und habe dann erzählt, dass Jesus für uns die Kraft ist für unser Leben. Und dann hat man gemerkt, schön für euch und ja, und aber ist sofort etwas Trennendes hineingekommen. Ja? Es ist ein ganz anderer Geist. Also, nochmal aufgepasst, es ist ein ganz anderer Geist. Aber meine Botschaft ist, lasst uns Kraftwirkung nicht den Esoterikern überlassen. Da haben wir viel mehr zu bieten. Liebe Leute, wenn in Steinen Kraft ist, umso mehr Kraft ist in Jesus Christus. Amen. Das ist absolut wichtig. Das können wir denen nicht überlassen, sonst beschneiden wir uns was ganz Elementarem, was, glaube ich, sehr, sehr biblisch ist. Und ich habe früher immer gesagt, Wort und Geist sind beide wichtig. Ja? Und jetzt denke ich manchmal, okay, ich stehe da immer noch dazu, aber ich sage, warum, das sind doch keine zwei Seiten einer Medaille, Wort und Geist, sondern Wort ist Geist und der Geist ist das Wort, das ist die Wahrheit. Das Wort wirkt Ruach und Pneuma. Und Ruach und Pneuma, der Heilige Geist, tut nie etwas anderes, als das Wort Gottes und die Wahrheit Gottes in uns zu transportieren. Es sind nicht mal mehr zwei Seiten einer Medaille, es ist ein und dasselbe. Weil Jesus ist das Wort und der Heilige Geist ist Jesus. So einfach ist das. Also lass es uns nicht voneinander auseinander dividieren, sondern lass uns das Wort Gottes verstehen als
ein lebendiges Wort, durch das der Heilige Geist in uns wirkt. Also das zum Thema Kraft. Und was vielleicht noch wichtig ist zum Thema Kraft und Dynamik, ist, dass wir jetzt auch nicht der Meinung sind, es muss jetzt immer kräftig sein oder muss immer zack und peng irgendwie passieren. Der Pneumatikus ist der Tröster. Der wirkt manchmal ganz sanft. Ja, das ist jetzt nicht nur, also wie gesagt, nicht nur zack und peng, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat so viele Facetten, aber die will uns immer gut tun. Ob sie sanfter ist oder ob sie mal kräftiger ist. Ja, wie so eine Prise. Ne? Es kann mal eine sanfte Prise sein, die angenehm ist. Es kann auch mal ein richtig schöner Wind sein, weil wir den auch mal brauchen. Das zweite, Agape, das mache ich jetzt kürzer. Liebe war unser Jahresthema 2023. Und eines unserer Roll-Ups, die jetzt heute nicht hier stehen, trägt ja den Titel Menschen lieben. Ja? Und diese Menschen, also dieser Geist der Liebe, das ist der Geist der Agape, der uns befähigt, Menschen zu lieben, ja, und diese Liebe Gottes weiterzutragen. Und ich glaube, weil auch Römer 5, Vers 5 sagt, das ist übrigens auch nochmal schön, die Hoffnung aber lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, das sehen wir auch wieder eine schöne Stelle, also wieder so eine fluide Angelegenheit. Da ist etwas ausgegossen in unsere Herzen. Und 1. Korinther 13, diese wunderbare Stelle, Hohelied der Liebe, da können wir uns ein ganzes Kapitel lang damit beschäftigen und sehen, wie diese Liebe, die nicht das Ihre sucht und so weiter, wie diese Liebe ist und welchen Charakter diese Liebe hat. Und dann wissen wir, wie der Heilige Geist in Liebe wirkt. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was zu diesem Thema Besonnenheit sagen. Besonnen sein, sophronizo, das finde ich total interessant. Das griechische Wort sophronizo bedeutet, das eigene Ich zurücknehmen können und sich in den Dienst Gottes zu stellen, der zum richtigen Handeln vor Gott befähigt. Fand ich total stark. Also das heißt, Besonnenheit bedeutet zum Beispiel, ich könnte jetzt dem, der mir jetzt gerade eine ausgeteilt hat, ich könnte jetzt da zurückschlagen, ja? Also ich reagiere. Das ist immer das Problem bei den Fußballern, dass es gibt dann rote Karte, ja, Tätigkeit und so. Besonnenheit ist also Stopp. Ich kontrolliere mich selbst, das ist der Geist der Selbstkontrolle, ja, der Geist, der mich sozusagen, das ist eine sehr nüchterne, weise Sache, die lässt mich unterscheiden, also innehalten, okay, ja, ich will jetzt dem am liebsten eine runterhauen, ist aber nicht gut, ich lasse es. Ja, und ich gehe mal in mich und dann reagiere ich. Also das ist ein Urteilsvermögen. Und das finde ich so schön, dass der Heilige Geist uns ein Urteilungsvermögen gibt, eine Möglichkeit, dass wir uns selber kontrollieren. Und er ist übrigens auch so, er würde nie sich uns aufzwingen. Der Heilige Geist nimmt sein eigenes Ich zurück. Er möchte nur Jesus und den Vater transportieren. Der muss gar nichts. Der bietet sich an, der lädt sich ein. Und wir dürfen in großer Selbstbestimmtheit entscheiden, was wir empfangen und was nicht. Finde ich wunderbar. Und das finde ich auch sehr entlastend. Wir brauchen wirklich keine Angst haben, weil der Heilige Geist uns als absolut erwachsene Personen sieht und er uns nie etwas aufzwingt, sondern er hat uns mündig gemacht und wir dürfen entscheiden, was wollen wir zulassen und was nicht. Meine Botschaft ist, lasst uns nicht versuchen, den Heiligen Geist zu kontrollieren, sondern lasst uns lieber uns selbst kontrollieren und uns zu prüfen, ob wir dem Geist Gottes Raum geben oder ob wir Ärger Raum geben oder Neid Raum geben oder Hass oder was auch immer. Das ist viel besser, da selbst kontrolliert zu sein, als den Heiligen Geist kontrollieren zu wollen. Ich möchte euch drei Gedanken mitgeben, vielleicht so ein bisschen praktischere Gedanken auch. Wie können wir jetzt auch diese Beziehung, diese tiefere Beziehung mit dem Heiligen Geist aufbauen? Wisst ihr, die Menschen, die mir begegnet sind, von denen ich gesagt hätte, die sind spürbar mit dem Heiligen Geist erfüllt, die würde ich so beschreiben. Da geht es nicht darum, ob die jetzt extrovertiert sind und da so rumzappeln und so oder introvertiert, sondern ich würde für mich sagen, boah, Menschen, die einen Hunger und eine Sehnsucht nach Gott haben und die das in mir hervorrufen, ja, da entdecke ich etwas von diesem Geist erfüllt sein. Und ich möchte euch eine Bibelstelle
die ich sehr schön finde, Johannes 7, 37 bis 39, wo Jesus selber sagt, wer Durst, also an dem letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Und dann heißt es noch, der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Ich finde das, wenn ich das anschaue, dann finde ich es ein Bild, das Jesus gebraucht, wie das aussieht, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Also Jesus kündigt eigentlich in diesem Bild die Erfüllung mit dem Heiligen Geist an. Und was ich schön finde, ist, dass er sagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jetzt könnte man sagen, ich habe keinen Durst. Aber merkt ihr, dass es gar nicht darum geht, ob wir jetzt Durst haben oder nicht, sondern Jesus sagt eigentlich, ich möchte, dass ihr Durst habt. Ich möchte, dass ihr kommt und dass ihr trinkt. Das ist eigentlich gar keine Option, sondern es ist eine Einladung zu trinken. Ich weiß nicht, ob ihr diese schöne Geschichte kennt von dem Mann, der auf der Treppe vor einem Wirtshaus saß und geweint hat. Geheult hat. Also sitzt da auf der Treppe und heult. Und da kommt einer, der auch in das Wirtshaus wollte, rein. Sag mal, warum sitzt du denn hier auf der Treppe und weinst? Hast du kein Geld oder was? Und er sagt, nee, viel schlimmer, kein Durst. Eigentlich schon schade, wenn wir keinen Durst haben, gell? Also es geht um den richtigen Durst. Es geht darum zu sagen, Jesus, und das ist dieser, also erinnert euch an die Chips, gell, zu sagen, oh, ich will diese Sehnsucht nach dir nicht verlieren. Ich will diese Sehnsucht, diesen Hunger nach dir nicht verlieren. Wenn ich den verloren habe, hey, dann drohe ich schon ein bisschen einzuschlafen in meinem Christsein. Ja. Lasst uns da sehnsüchtig sein. Der zweite Punkt, also der erste war, entwickle einen beständigen Hunger nach mehr oder einen beständigen Durst nach mehr. Das zweite, lass den Heiligen Geist wehen, wo er will. Das klingt gefährlich. Aber wir haben das auch schon gesungen heute. Wir müssen mal ein bisschen gucken, was wir eigentlich singen. Ja. Und Jesus hat zu dem Nikodemus gesagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Können wir nichts machen. Wenn wir aus dem Geist geboren sind, haben wir es mit dem Wind zu tun, wo wir nicht wissen, wo der herkommt und wo er hingeht. Also das heißt, wir dürfen, und das ist eine große Herausforderung, unsere Kontrolle abgeben. Weil unser Thema ist über uns hinaus und wir werden nie über uns hinaus leben können, wenn wir unsere Kontrolle nicht abgeben. Und wenn wir dem Heiligen Geist nicht erlauben, dass er einfach wirken darf. Und da müssen wir natürlich vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er gute Dinge mit uns macht. Ich habe mal in einem Soulcare-Gebet, das war ein Seminar, wo wir das vorgeführt haben, und ich habe gefragt, ob jemand der Teilnehmer bereit wäre, einfach mitzumachen bei einer kleinen Demo. Also zu sagen, du darfst mir jetzt irgendwie sagen, was du mitgebracht hast, und dann dürfen die anderen schauen, was eigentlich das Soulcare-Gebet eigentlich ist. Ne? Und dann hat die gesagt, und die war so mutig, und dann sagt die, okay, ich habe ein Thema, ich leide unter Kontrollsucht. Da dachte ich, boah, die ist aber offen, hey. Es sind noch 9 andere da, die jetzt dazu schauen. Das ist mir jetzt egal. Ich leide unter Kontrollsucht und da will ich frei werden davon. Und es hat sich dann rausgestellt an ein paar Fragen, das kam einfach aus einer tiefen Angst, also Kontrolle hat immer mit Angst zu tun, an familiärer Hintergrund, an Furcht und Kontrollsucht ist einfach, es muss immer irgendwie eine Kontrolle drüber sein, weil was links und rechts daneben ist, das halte ich nicht aus. Ja? Ich muss es kontrollieren. Und sie war aber bereit, das loszulassen, und haben einfach gebetet. Und sie hat diese Kontrollsucht, diese Angst Jesus gegeben. Und dann habe ich sie nur gefragt, was gibt dir der Heilige Geist dafür im Tausch?
Und dann hat sie sofort gesagt, Freude und Frieden. Und es war nicht nur das, dass sie es gesagt hat, sondern die hat angefangen, in dem Raum rumzutanzen. Ja, die ist auf und ab gesprungen. Du hast förmlich gesehen, wie aus dieser Frau etwas abgefallen ist. Und die anderen, die das gesehen haben, die haben dann mitgetanzt. Weil das war einfach total ermutigend. Das war erfrischend. Das war so eine Freude. Das war so ein Frieden im Raum. Da wurde eine Person mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja? Und das konnte sie, weil sie vorher etwas abgegeben und losgelassen hat, was sie gehindert hat. Und es ist jetzt ein Beispiel dafür, für dieses Thema Geist Gottes, du darfst wehen, wo du möchtest. Ich gebe dir meine Kontrolle ab und vertraue dir, dass du mir alle Freude und Frieden im Glauben gibst und alle Hoffnung. Und dann wird er das machen. Und ich darf euch Musiker jetzt schon bitten zu kommen. Der dritte Punkt wäre, bitte den Gott der Hoffnung, dich mit seiner Hoffnung zu füllen. Und das ist ja Römer 15, Vers 13, wie wir es gelesen haben. Ja, Paulus hatte das, den Wunsch. Ich bete, dass der Gott der Hoffnung euch füllt mit Frieden, mit Freude. Und ich komme mal auch in so auch zu Diskussionen rein. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Ja, der Heilige Geist muss uns doch gar nicht mehr füllen, weil den haben wir doch schon und so. Und das sage ich, alles gut. Das sind verschiedene Bilder, ja. Also wir können uns das vorstellen, dass der Heilige Geist uns füllt, aber wir können auch sagen, ich connecte mit dem Heiligen Geist, der in mir ist. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass das unterschiedliche Dinge sind, sondern natürlich lebt er in uns. Aber der will uns erfüllen und wenn ich mit ihm connecte, dann erfüllt er mich auch. Ja? Das ist gar nicht so kompliziert. Und ich glaube, dass das auch Gott sich wünscht, dass er, der Gott der Hoffnung, sich in uns ausgießen kann. Weil ich glaube, das ist der große Unterschied oder das ist das Werk des Heiligen Geistes, dass er etwas von Gott in uns transportiert, Gottes Charakter, Gottes Kraft. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Und wenn er das kann, dann dürfen wir auch Zeugen für Gott sein. Und dann dürfen wir Menschen sein, die große Hoffnung haben, was wir so dringend brauchen in unserer Gesellschaft, wo so viel Hoffnungslosigkeit bei allen Krisen und bei allen Problemen und Menschen, die Depression haben und was weiß ich was. Wir dürfen Hoffnungsträger sein. Und lasst uns bitte das in der Kraft des Heiligen Geistes tun, weil aus eigener Kraft ist es so schwer. Und mit dem Heiligen Geist ist es wunderbar. Wir dürfen uns ausrüsten lassen, dass wir da in eine Übernatürlichkeit hineinkommen, die über uns hinausgeht. Das ist der Punkt. Es darf über uns hinausgehen und es soll und muss über uns hinausgehen. Sonst begrenzen wir das und das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, ein Container zu sein für das Meer. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Und mir ist es ganz wichtig, weil vielleicht auch viele von euch erlebt haben, so Dinge mit dem Heiligen Geist, die irgendwie pushy sind, ja, so pushy, so, dass das gepusht wird. Und das ist gar nicht, da ist es heute Morgen nichts pushy, ja, sondern wir überlassen das dem Heiligen Geist, wie er das macht. Und ich möchte dich einladen, wenn du auch zum Gebet, auch zu unserem Gebetsteam kommen möchtest, sei herzlich willkommen, nochmal an drei Dinge zu erinnern. Vielleicht, dass du nur sagst, das mit dem Hunger und dem Durst hat mich angesprochen. Ich möchte wieder einen größeren Hunger und Durst nach Jesus haben. Dann reicht es schon. Da darfst du nur auch deswegen kommen. Und dann beten wir, dass du einen größeren Hunger und Durst kriegst. Und dann setzt du dich wieder hin und alles ist gut. Und dann schauen wir, was passiert. Du darfst auch kommen, wenn du einfach sagst, ja, das hat mich angesprochen mit der Kontrolle. Ich merke schon, dass ich auch so ein bisschen so ein Kontrolletti bin, ja, der das über uns hinaus, ah, das ist so ein bisschen gefährlich, ja. Jesus möchte Gott meine Kontrolle abgeben. Dann darfst du auch kommen. Du darfst auch kommen und es wäre dann das Dritte, einfach zu sagen, Heiliger Geist, füll mich neu. Füll mich neu. Ich connecte neu mit dir, mit diesem Geist der Hoffnung, der mich füllt mit Freude und Frieden. Ich setze Segel, meine Segel, dass du wehen kannst.
Und dann überlassen wir das dem Heiligen Geist, wie er das macht. Beim einen macht er das so, beim anderen macht er das so. Das ist, da haben wir gar keinen Stress damit. Und ich bete jetzt, Herr, dass du heute Morgen, wo wir diesen Raum geschaffen haben, dass du uns ein inneres Zeugnis gibst, dass du, Geist Gottes, das Wort bist und dass das Wort der Geist ist und dass wir uns vor nichts fürchten müssen. Und ich danke dir einfach auch für jedes Herz, das hier ist. Danke, Herr, dafür, dass wir wie Kinder, wie kleine Anfänger sein dürfen, die sagen, ich habe noch überhaupt keine Ahnung, aber eins weiß ich, ich verspüre einen Hunger und ich verspüre, dass ich mehr von dem möchte. Danke, Herr, dass du das in uns hervorrufst. Danke, Jesus, dass du gesagt hast, wer Durst hat, der komme und trinke. Und dass wir, wenn wir trinken, dass wir wissen, dass es das beste Getränk auf der Welt ist, das wir bekommen. Das Wasser, das sättigt, wie du es der Frau am Brunnen gesagt hast. Danke, Herr. Preisen dich.